Justin, wir haben ein Problem. Angeblich müssen alle Langstreckenflüge auf der Südhalbkugel einen Abstecher auf die Nordhalbkugel zum Auftanken machen. Auweia! Offenbar gibt es zwischen vielen Flughäfen in Südamerika, Afrika und Australien keine interkontinentalen Direktverbindungen. Stattdessen führen viele Routen nach Dubai oder sogar nach Europa. Schauen wir uns doch mal die Webseite der nationalen australischen Fluggesellschaft Qantas an. Dort findet man beispielsweise den Flug QF27, der von Sydney nach Santiago de Chile verläuft und dafür 12 Stunden und 20 Minuten benötigt. Laut Google Earth führt die kürzeste Flugroute bis hinunter auf den 61. Breitengrad und bleibt damit 5 Grad außerhalb des Polarkreises. Sie führt somit zwar nicht über den Südpol, aber dennoch zum Ziel. Die Distanz beträgt dabei rund 11.400 Kilometer. Zum Einsatz kommt bei diesem Flug eine Boeing 747-400 mit einer Reisegeschwindigkeit von 920 Kilometern pro Stunde. Bezogen auf die Entfernung von 11.400 Kilometern sind das ungefähr 12,5 Stunden. Passt also. Wenn es aber nun doch diesen Flug offensichtlich gibt, warum finden die Bewohner der flachen Erde immer nur Flüge mit Zwischenstopp auf der Nordhalbkugel? Genau wie Harry mache ich jetzt mit euch die ganz harte Nummer. Mathematik. Schauen wir uns doch einmal an, wo die Menschen auf der Welt denn so leben. Der Übersichtlichkeit halber beschränke ich mich auf die 10 bevölkerungsreichsten Gebiete der Welt. Da wäre zum Beispiel Indonesien mit seinen 255,7 Millionen Einwohnern, das genau auf dem Äquator liegt. Dann haben wir noch Brasilien mit 204,5 Millionen Einwohnern, das ich der Südhalbkugel zurechne, weil nur ein vergleichsweise kleines Gebiet nördlich des Äquators liegt. Die anderen 8 Plätze der Top 10 belegen mit China, Indien, Europa, USA, Pakistan, Nigeria, Bangladesch und Russland ausschließlich Staaten der Nordhalbkugel. Für die Skeptiker unter euch. Auf den weiteren Plätzen folgen Mexiko, Japan, Philippinen, Äthiopien, Vietnam, Ägypten, Iran und die Türkei, die ebenfalls alle auf der Nordhalbkugel liegen. Erst dann kommt der Kongo, der überwiegend südlich des Äquators liegt. Damit die Liste nicht so einseitig wirkt, nehme ich noch willkürlich Australien, Südafrika, Argentinien und Chile mit dazu. Jetzt schauen wir uns an, wie groß der prozentuale Anteil dieser Gebiete an der Weltbevölkerung ist. Und was sehen wir? Bereits die 10 bevölkerungsreichsten Regionen erreichen einen Anteil von 57% der Weltbevölkerung, während Indonesien und Brasilien zusammen auf nur etwa 6,3% kommen. Die Länder, in denen die umständlichen Flugrouten starten oder enden, kommen zusammen sogar nur auf 1,9% der Weltbevölkerung. Wobei man auch bedenken sollte, dass Brasilien und Südafrika als Schwellenländer gelten, die also ein recht niedriges Bruttoinlandsprodukt haben. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Chefs der meisten Fluggesellschaften ausschließlich Gewinnmaximierung im Kopf haben, wird sicherlich schnell klar, dass Flüge auf der Südhalbkugel schlicht und einfach nicht rentabel sind, weil dort nur vergleichsweise wenige und arme Leute wohnen. Es leuchtet daher ein, dass man nur wenige Flüge von den weltweiten Drehkreuzen der Luftfahrt in diese Regionen anbietet, was dann für Reisen auf der Südhalbkugel einen Umweg nach Norden bedeuten kann. Der Umweg dient aber nicht dem Auftanken, sondern dem Umsteigen. Lasst uns gemeinsam weiter am Ball bleiben. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.